Und? Oh, da ist ein dicker Marienkäfer, der auf mich zuläuft. Ah ne, der steht da. Okay, so weit fliegen die schon mal nicht. Das hat auch nicht geklappt. Okay, die sind schon mal da oben gelandet. Ah, okay. Ach, das ist ein Höhleneingang, den sehe ich jetzt erst. Ich mache noch ein paar mehr drauf. Damit ich da auch durchkomme gleich. Und ein paar Pigments mitnehmen kann. Das war vermutlich falsch, da hätte hier schon einer draufstehen müssen. Wie komme ich jetzt an die Pigments wieder ran? Die da im Verborgenen stehen? Vermutlich gar nicht. Hä, wie soll ich das jetzt machen? Ach so, ganz einfach. Indem ich mehr Pigments habe, die ich wieder hier drauf werfe. Ich hätte theoretisch den anderen auch noch mitnehmen können. Aber das dürfte vielleicht auch reichen. Okay, das ist tatsächlich nur ein Durchgang. Jetzt nur nicht runterfahren. Ah, das war knapp. Die Hälfte fällt schon. Ah. Natürlich blöd, dass da so viele Gelbe dabei waren. Ich wollte die eigentlich noch benutzen gerade. Also da ist auf jeden Fall einmal so ein Ding. Und da reinfallen kann ich sicherlich auch. Halb, so viele brauchen wir nicht drauf. Sieben, das krieg ich doch hin. Nein, die Hälfte fällt runter.
hier verspaltet. So, Versuch Nummer 2. Die Frucht ist weg. Doch, da ist er. Wie soll ich denn die anvisieren? Geht nicht. Nein! Ich dachte, jetzt kriege ich endlich raus, was da ist. Aber wo steht noch einer rum? Da. Immer wieder die falsche Taste gedrückt. So, jetzt gucke ich einfach nur noch die Restzeit mit ihnen ins Wasser. Schade, schade, schade. Da liegt eine Frucht. Okay, mehr ist hier gar nicht. Na los, dann kriege ich den nach vorne noch. Alles klar, komm. Einen verloren jetzt. So, mein Minecraft hat schon wieder keine Akku und geht das überhaupt nichts aus. Zwei Stunden gespielt und schon ist Akku bald leer. Ein Stück, okay. Ein Pigment, das ist nicht schlimm. Tut mir zwar in der Seele weh, aber gewisse Opfer müssen gebracht werden. Und wie sieht die Frucht nicht mehr essbar aus? Also ein und dieselben Früchte haben jetzt zum Teil unterschiedliche Namen. Zitrone habe ich jetzt zum Beispiel dreimal. Viermal gehabt. Und jedes Mal hatte es einen anderen Namen. Jetzt haben wir die zwei wenigstens voll. Wenigstens haben wir jetzt wieder ein paar Pigments. Ich will mal Pinatas sagen, zusammengekriegt. Was sind das für seltsame Steine, die Pigment gefunden haben? Messergebnisse lassen eine hohe Energiekonzentration im Inneren vermuten. Werden die Steine Erschütterungen ausgesetzt, können da eine Kettenreaktion beginnen, welche in eine Explosion mündet. Diese Steine sind eine mächtige Waffe, aber nicht ohne Risiko. Ein zweischneidiges Schwert. Ja, ich werde mich jetzt auch mal einen Boss bemühen. Ich hatte gehofft, dass ich